Herzlich willkommen zum heutigen E-Mobile Online Forum zum Thema Megawatt Charging. Ich bin Can Güler von der Fachgesellschaft E-Mobile von ElectroSwiss und darf Sie durch dieses heutige Online Forum führen. Ich möchte gleich das Wort an Marc-André Beck übergeben. Er ist der Experte, wenn es um Megawatt Charging geht, also richtig hohe Ladeleistungen. Er ist Gründer und Leiter von Grivix. Marc, die Bühne gehört dir. Betrachtet, was wir damals gemacht haben und was wir heute wissen, war es vielleicht ja, nicht gerade Kamikaze, aber war schon ziemlich spannend, was wir damals zusammengebaut haben. Fairerweise muss man sagen, wenn man die ersten Teslas anschaut, wie die zusammengebaut wurden, dann war man auch nicht schlechter. Hab dann verschiedene Stationen gehabt mit Sandcar oder Designwerk mit dem ersten Elektrolastwagen. Wurde dann Papa, musste anständiges Geld verdienen oder etwas mehr Geld verdienen, bin zu Huber und Zune gegangen, verantwortlich für Stecksysteme, für Elektromobilität und habe dort einen Businessplan geschrieben und vorgestellt für gekühlte Kabel zum Schnellladen von Fahrzeugen. Hat ein super Team, musste ehrlicherweise sagen, da gab es am Anfang sehr viel Zurückhaltung zu dem Thema, wurde dann schließlich ein Riesenerfolg. Seit 2018 sind wir jetzt haben wir die Grivix gestartet. Ursprünglich vor allem gekühlte Kabel entwickelt im Consulting-Bereich und schlussendlich jetzt auch mit Automatisierung des Ladens, vor allem in Kombination mit gekühlten Kabeln. Darauf komme ich am Schluss nochmal zurück. Zuerst möchte ich aber nochmal einen Rückblick wagen. Ich habe mir vor dem Vortrag die Zeit genommen, mal zu schauen, wie hat sich das Schnellladen entwickelt in den letzten 15 Jahren und habe die Durchschnittsgrößen der Batterien und die durchschnittliche Laderate genommen. Also waren wir so bei 2008 mit dem Leaf und so weiter bei Batteriegrößen zwischen 16 und 24 Kilowattstunden, die wir nur mit einem halben C laden können. Hat sich, also die blaue Kurve, die Sie sehen hier, das ist die nominelle durchschnittliche Kapazität auf der Fahrzeuge auf dem Markt, also der Durchschnitt. Und die orange Kurve, die Sie hier sehen, das ist die Laderate, also die maximale Laderate, mit denen man die Fahrzeuge laden kann. 1C entspricht der Kapazität des Fahrzeugs, der Fahrzeugbatterie. Also wenn eine Batterie 60 Kilowattstunden hat, ist 1C 60 Kilowatt laden, 2C logischerweise dann 120 Kilowatt laden, dann wäre bei 2C die Batterie eine halbe Stunde voll. Wenn man jetzt die beiden Kurven ausmultipliziert über die letzten 15 Jahre, stellt man auch fest, dass die Ladeleistung sich verfünfzehnfacht hat in den letzten 15 Jahren. Wir sind jetzt so ungefähr im Schnitt bei 180 Kilowatt. Dass, wenn man das natürlich jetzt weiterrechnen würde, jetzt einfach als Gedankenspiel, ich behaupte jetzt nicht, dass die Kurve jetzt linear so weitergeht, auch wenn sie bis jetzt linear war, wären wir bei ca. 2,7 Megawatt für PWs in 2039. Das wäre auch nicht so weit weg. Das mag vielleicht jetzt noch etwas absurd klingen, aber zum Beispiel 6C-Laden ist heute bereits möglich, also bei unseren Kunden. Im Schwerlastbereich, im Bergbau, verwendet man Lithium-Titanat-Batterien, die zwischen 6C und 10C geladen werden, Vollladung, das heißt zwischen 6 und 10 Minuten effektiv eine Vollladung möglich ist. Ein anderes Beispiel wäre jetzt auch die Busse in Genf. Die werden ja auch mit bis zu 10C pro Ladepunkt geladen. Und es gibt auch ein ganz interessantes Schweizer Startup, das zwar nur in Laborumgebung bis jetzt, aber mit dem neuen Aufbau der verschiedenen Layer mit 3D-Druckverfahren bereits 60C demonstriert hat. Ne? Das heißt, in einer Minute vollladen. Jetzt kann man sagen, okay, das ist alles im Labor und weit weg. Ja, es ist wahr, eine Batterieindustrialisierung, das geht so 10 Jahre. Aber man muss danach bedenken, dass die Infrastruktur, die wir heute bauen und ausrollen, auch in 5 Jahren noch genutzt werden kann und dass wir sie auch entsprechend vorbereiten sollen. Es gibt natürlich nicht nur PWs, normale Fahrzeuge, also ein Beispiel hier mit Ladeleistung bis 200 Kilowatt. Es gibt natürlich auch LKWs mit Batteriegröße zwischen 350 Kilowattstunden und 800 Kilowattstunden, wo heute zwischen 1 und 2 Megawatt Ladeleistung bereits gefragt ist.
Da gibt es die ersten elektrischen Dumper, das sind die 400-Tonnen-Fahrzeuge, beispielsweise Komatsu, Caterpillar oder Liebherr, die mit Batteriegrößen zwischen 1 und 2 Megawattstunden gebaut werden und von der Batterietechnologie her 6C ermöglichen, das heißt, also 6 bis 10C, das heißt, dass die eigentlich heute schon bis zu 12 Megawatt Ladeleistung geladen werden können. Es hört natürlich nicht bei den PWs aus, es gibt auch natürlich die ganze Nearshore-Schifffahrt, also damit meine ich effektiv Fähren, vor allem im Norden von Europa, wo Ladeleistungen gefragt sind zwischen 60 und 100 Megawatt. Jetzt einfach nochmal zum Vergleich: Gösgen hat eine Nominalleistung von 1 Gigawatt, ne? Also da wären schon bei 6 bis 10% der Ladeleistung, um eine Fähre aufzuladen. Aber wenn wir das ernst meinen mit der Dekarbonisierung, dann wird das natürlich auch auf uns zukommen und dafür brauchen wir dann auch Stecksysteme. Die Frage ist natürlich, wie weit geht die Reise? Ich habe da zum Spaß einen Flugzeugträger reingenommen als Beispiel für große Schiffe, aber das muss natürlich nicht Flugzeugträger sein. Die machen ja ihre Energie selber. Aber das einmal als Gedankenspiel, wo die Reise hingehen könnte. Nochmal zurück bei den Ladestandards. Wo haben wir dann eigentlich begonnen? Das kennen Sie eigentlich alle noch mit dem Typ 2. Mit dem Mennekes-Stecker. Ursprünglich hat man einfach gesagt, wir nehmen CE-Stecker, die gibt es ja. Da hat man gemerkt, okay, das geht nicht ganz so gut, weil unterschiedliche Baugrößen für unterschiedliche Stromstärken war nicht ganz so ideal. Mit dem Mennekes-Stecker, da haben wir dann beim PP einen Widerstand reingetan, der angezeigt hat, wie schnell die Ladeinfrastruktur laden kann, und das Fahrzeug hat sich darauf dann eingestellt, und mit dem Control Pilot, das war ein PW-moduliertes Signal, konnte man die Ladeleistung im Ladevorgang noch anpassen. Wir Europäer waren ganz stolz drauf, wir haben ja ein wunderbares Drehstromnetz, ne? Wir konnten bis 44 Kilowatt laden, das reicht ja für immer. Also nur mal so ein Gedankenspiel, damals waren die Batteriegrößen ja zwischen 16 und 24 Kilowattstunden. Da reicht 44 Kilowatt wirklich für immer. Nur sind die Batteriegrößen natürlich in der Zwischenzeit etwas gewachsen und der Mensch will auch nicht mehrere Stunden warten, bis das Auto wieder voll ist. Irgendwann kam dann CHAdeMO auf mit damals rund 50 Kilowatt, dann CCS2. Wieso haben wir dann CCS gemacht und nicht CHAdeMO? Die Geschichte kennen Sie vielleicht auch. Im Querbaukasten vom Volkswagen-Konzern für den Ladedeckel, da hat es einfach nicht Platz für zwei Stecker und das wollte Volkswagen auch nicht und die anderen OEMs. Also muss man eine Lösung finden, wo man effektiv den Typ 2, der schon definiert war, mit DC-Laden kombinieren kann. Tesla hat ja damals auch in der Normierung vorgetragen, dass man das einfach über AC machen konnte. Das wollte man dann bei Volkswagen und Daimler und all den großen OEMs nicht. Einerseits aus Sicherheitsgründen. Das hat schlussendlich dazu geführt, dass wir einen ziemlich hässlichen Stecker haben, der ursprünglich natürlich auch nur 100 Kilowatt, 50 Kilowatt konnte. In den Arbeitsgruppen wollte man das erhöhen. Zuerst war die Idee, das auf 350 Kilowatt zu erhöhen. Das waren damals unglaubliche Stromstärken. Bei der Huber & Suhner haben damals im Labor bereits 500 Ampere gemessen gehabt und gesehen, dass das ganz gut möglich war. Haben das dann entsprechend vorangetrieben. Also man kann ja sagen, dass das heute der Standard bei 500 Kilowatt ist und nicht nur bei 350 Kilowatt. Das ist ein großer Verdienst auch von der Schweizer Firma. Und dann vor 4 Jahren ungefähr hat die Entwicklung für LKWs angefangen. Irgendwie muss man die ja auch elektrifizieren. Da gibt es verschiedene Revisionen des MCS-Steckers. Einen zeige ich Ihnen noch, der auch noch von Tesla verwendet wird, wo man ursprünglich 3000 Ampere bei 1250 Volt laden wollte. Es gibt auch eine angepasste Version ist davon, Ruggedized MCS, der theoretisch 4000 Ampere bei 1500 Volt kann. Das Problem, das wir natürlich haben bei der ganzen Entwicklung, der Strom, den kann man wegkühlen, ne? Aber irgendwann sind da physikalische Grenzen gesetzt.
Die Spannung ist eine andere Sache. Also irgendwann ab 1000 bzw. 1500 Volt fängt Hochspannung an. Also so, es sind Systeme, die nicht mehr von untrainiertem Personal betrieben werden soll. Und wenn man natürlich noch höhere Ladeleistungen machen will, wie beispielsweise bei XMCS, wird man nicht drum herum kommen, die Spannung massiv zu erhöhen. Und das ist auch der Grund, wieso die Firma Krivix nicht nur gekühlte Ladesysteme entwickelt, sondern auch die Robotik dazu, weil die nächste Generation für noch schnelleres Laden, das wird nur möglich sein mit Automatisierung und nicht mehr mit noch verbesserter Kühlung. Die 15.000 Ampere, also 4.000 Volt für 60 Megawatt, das ist ein Vorschlag der Firma Krivix, den wir gemacht haben. Technisch ist das absolut möglich, das können wir auch demonstrieren. Ist dann mehr eine Frage, von welchem Moment an wir das ausrollen möchten. Natürlich können wir das auch nochmal ungekühlt machen. Das sind einfach so ein paar Referenzgrößen. Wenn man jetzt an HPC zurückdenkt, na, da, die sind die meisten Kupferlitzen sind bei HPC 500 Ampere nur 25 Quadratmillimeter groß. Wenn man das ungekühlt machen möchte, wäre das etwas größer, dann wäre der Querschnitt so rund 52 Quadrat für Kupfer und würde von mir so ungefähr hochgerechnet eine Kabelgröße mit rund 6 cm Durchmesser ergeben und ein Kabelgewicht von rund 5 Kilogramm pro Meter. Ist immer noch handelbar oder wäre immer noch handelbar, ist, aber wahrscheinlich nicht ganz so convenient für den Massenrollout. Vielleicht noch kurzer Hinweis: gekühlte Kabel hat ja eingeführt, dass man mit Konvektion effektiv die Wärme aus dem System heraustragen kann, also mit forcierter Konvektion. Normalerweise, wie wurden die Kabel früher berechnet? Da ist einfach der Abstrahlwert, also wie viel Wärme kann das Kabel abstrahlen und wie groß ist der Widerstand? Und dadurch hat sich eigentlich dann jeweils der Querschnitt ergeben. Also der Kupfer hat auch einen eigenen Widerstand und dann kann man das sehr einfach berechnen über die Oberfläche des Kabels, wo die Wärme abgestrahlt werden kann, zum Kupferquerschnitt, was der Eigenwiderstand definiert. Wenn man das jetzt Ganze mit MCS, jetzt habe ich da eine Beispielrechnung gemacht mit 4000 Ampere, wo wir aktuell 95 Quadrat Kupferlitzen verwenden und ein Kabelgewicht von rund 4 Kilogramm haben. Wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, wenn man das Ganze ungekühlt machen wollte, dann müsste man so ein 18 cm Kabel verwenden mit 4000 Quadratlitzen und ungefähr 23 Kilo pro Meter. Dann wäre ein 4 Meter Kabel jetzt schon rund 100 Kilogramm schwer mit dem Stecksystem, was natürlich nicht ganz so convenient ist. Ich habe da auch ein Video mitgebracht aus unserem Labor, wo wir bei Hitachi Energy die Messungen gemacht haben. Da sehen Sie hinten diese riesigen Busbars, also die Kupferleitung, wo der Strom herkommt. Da auf dem Display, da sehen Sie auch eine 4, also das ist eine 4.04. Das sind die 4 Kiloampere, die wir zu dem Zeitpunkt gemessen haben. Dann kann ich da mal auf Play drücken. Man sieht die riesen Kupferverbinder mit den Kupferlitzungen, die zum Kühlsystem gehen, was ich leider nicht zeigen kann offiziell. Und dann auf der anderen Seite sehen Sie, wie wir mit eigentlich im Verhältnis extrem kleinen Kupferquerschnitten am anderen Ende wieder herauskommen. Vielleicht noch ein Hinweis zur Kühlung, wie wird das denn gemacht? Ne? Also so ein 4 Meter Kabel, also die Wärmeleistung, die lässt sich ja sehr einfach berechnen. Man nimmt einfach den Kupferquerschnitt und die Länge des Kabels und kann den Kupferwiderstand berechnen plus einen und dann einen theoretischen Wert für den Stecker annehmen. Da kommt man für HPC, also sind die Schnellladestation bei Ionity und so weiter bei rund 1,4 Kilowatt Wärmeverlust. Das sind natürlich relativ große Mengen. Wenn man sich natürlich das hochrechnet, auf 500 Kilowatt ist das weit unter einem Promille oder rund ein Promille. Also ist eigentlich vernachlässigbar, die Kühlleistung. Wenn man das Ganze auch rechnet für MCS,
Sind wir bei rund 30 Kilowatt. So als Idee für so eine 30 Kilowatt Kühlstation, also zwischen 30 und 40 Kilowatt Kühlung, da sind wir bei rund 3 Kubik. Als Verhältnis ist so ein Kühlaggregat rund 3 Kubik groß, also für ein 4-metriges Kabel. Wie kann man das Kabel kühlen? Natürlich das Einfachste ist einfach Wasserglykol zu nehmen. Also ist mir schon bewusst, dass das hier der Scheibenreiniger ist, aber auch der Scheibenreiniger hat Glykol drin. Oder mit Wasserglykolkühlung ohne Kontakt zum Kupfer mit Isolation, das wird heute noch von Phoenix Kontakt gemacht, ist natürlich vom Wärmeübergang durch den Plastik sehr beschränkt in der Leistungsfähigkeit. Dann gibt es andere Firmen wie ITT oder Tesla oder Stäubli, glaube ich, die direkt mit Wasser, destilliertem Wasser auf Kupfer kühlen. Destilliertes Wasser ist natürlich nicht leitend. Man muss natürlich dann extrem darauf aufpassen, dass keine Verschmutzung stattfindet. Wir kühlen mit synthetischem Öl. Das hat natürlich auch den großen Vorteil, dass es bei Verschmutzung kein Risiko stattfindet, dass das ein Kurzschluss stattfindet. Und das ist für uns vor allem relevant, da unsere Kunden vor allem weit weg von der Straße sind, also im Bergbau. Und da wir vor allem ein System bauen wollen, das wartungsfrei ist. Also vielleicht nochmal zurück, Wasserglykol, wie schon Phoenix Kontakt, kommt das Wasserglykol theoretisch nicht in Kontakt mit dem Kupfer oder in Kontakt. Bei den anderen Lösungen wird direkt auf dem Kupfer gekühlt. ITT beispielsweise, die haben noch mit 3M von Nobec gekühlt. Das ist ein PFAS, und das haben Sie vielleicht alle aus den Medien mitbekommen. Das sind Ewigteilchen und das will man eigentlich nicht mehr in den Umlauf bringen. Das wird auch ausgefräst. Hatte wunderbare Eigenschaften, na, war nicht brennbar, extrem niederviskos. Naja, leider bleibt es dann auch einfach in der Natur und baut sich dann nachher nicht ab. Also sicher zweite Wahl. Noch eine Bemerkung zu den synthetischen Ölen. Die wir verwenden, sind in 30 Tagen so zu 80% biologisch abbaubar mit den Flüssigkeiten, die im Erdreich sind. Und die Flüssigkeitsmenge, die in so einer Ladestation ist, ist natürlich weit unter 20 Liter, also wesentlich weniger als ein Benzintank. Also jeder Benzintank, der ausläuft, würde den größeren Schaden machen als eine Elektroladestation. Vielleicht mal kurz ein Hinweis zur Topologie. Sie wissen ja alle, eine normale AC-Ladestation für zu Hause, die können Sie einfach an die Niederspannung anschließen. Bei HPC, na, wurde es schon etwas komplizierter. Die ganzen beiden Ladeparks von Ionity oder bei GoFast. Dann braucht es einen Mittelspannungsanschluss mit Trafo. Die Ladestationen sehen ja immer so ganz schön klein aus, aber irgendwo in der Umgebung hat es immer ein Holzhäuschen oder ein größeres Häuschen, wo die Trafostationen und dann die Leistungselektronen ab Niederspannung stattfinden. Das ist eigentlich der normale Weg, wie das gebaut wird. Man kann das natürlich für Endsessen auch analog machen. Aber die Entwicklung geht da dorthin, dass man die Leistungselektronik direkt ab Mittelspannung bezieht. Das macht auch durchaus Sinn, also unter Umgehung des Trafos mit neuer Leistungselektronik. Da gibt es mehrere Hersteller, die momentan daran arbeiten. Und das macht natürlich durchaus Sinn, weil LKW-Ladestationen natürlich immer weniger brauchen wird an einem Ladepunkt als PKW-Ladestationen. Wenn man Ladeparks bauen wird, was natürlich uneigentlich auch passieren wird, und stark frequentierten Autobahnen, wird man nicht drum herum kommen, das Batteriegebuffert mit dem DC-Bus zu machen, wo dann für jeden Ladepunkt ein DC-DC-Wandler verwendet wird. Ist mir jetzt bis jetzt noch kein Hersteller bekannt, was so macht, aber es ist eigentlich ein einziger Weg, um dann effektiv die Ladeleistungen so umzusetzen.
So, kurz zum Vergleich. Na, wir sind hier im Veraltdorf, das nächste Dorf, dort wo ich wohne, hat so circa 12.000 Einwohner. Genau habe ich das nicht nachgeschlagen jetzt, aber und einen ungefähren Nominalverbrauch von 13 Megawatt. Na, kann sich ja vorstellen, wenn man so eine Enzensladestation dann aufstellt, dann muss ein Viertel der Bevölkerung das Licht abschalten, damit die Ladestation funktioniert. Nee, ist natürlich nicht ganz so, aber geht um die Größenordnungen. Vielleicht auch noch kurz im Vergleich mit Benzin. So ein Liter Benzin hat einen Brennwert von 9,7 Kilowattstunden und eine durchschnittliche Pumpe an der Tankstelle hat 23 Liter pro Minute. Das gibt eine Energietransferleistung von rund 13 Megawatt, ne, also der Brennwert. Fahrzeuge, das habe ich mich nochmal schlau gemacht. Na, heißt immer, ja, der maximale Wirkungsgrad theoretisch ist ja 50%, aber der effektive im Teillastbereich ist man bei rund 20%. Also habe ich jetzt einmal eine Leistung, Ladeleistung, Well-to-Wheel von 2,6 Megawatt angenommen. Das kann natürlich jetzt auf- oder abrunden. Das Essentielle für mich ist, dass, wenn man das jetzt vergleicht mit MCS oder Ruggedized MCS, dass diese Technologie damit schon gleichgezogen hat. Vielleicht noch ein Hinweis zum Ausrollen der Infrastruktur. Meiner Meinung nach werden wir ungefähr in der Zukunft gleich viele Ladepunkte elektrische benötigen, also APC-Ladepunkte, wie wir heute Tankkabel an Tankstellen haben. Das hat einfach damit zu tun, die Mobilität, die wird gleich bleiben, der Mensch wird jetzt nicht vernünftiger und aufs Fahrrad umsteigen, sondern die E-Mobilität wird gleich, also wir müssen die Energiemenge transferieren und wenn wir jetzt die ganzen Verbrenner wegdenken und das alles auf elektrisch umstellen, dann wird das ungefähr diese Größenordnung sein. Man muss auch dabei bedenken, für größere Städte wie zum Beispiel München haben nur 30% einen eigenen Parkplatz und 70% der Stadtbewohner stellen ihr Fahrzeug auf der Straße ab, so quasi in der blauen Zone. Also wenn man das alles elektrifiziert, man wird gar nicht, also die Idee, dass man einfach zu Hause lädt, das wird sich in der Zukunft gar nicht so umsetzen lassen. Es wird dazu hingehen, dass man Schnellladestationen zur Verfügung stellen muss. Zu MCS geht ja, bei MCS geht es ja nicht nur um Kühlung oder um Steckerformate, sondern es geht auch um die Kommunikation. Bei CCS, da haben wir PLC verwendet, das war ein One-Wire-Bus, beziehungsweise eigentlich war es eine halbe Antenne. Das hat man damals so gemacht, weil die Vorgabe der deutschen Autohersteller war, dass man den Typ-2-Stecker beim CCS wiederverwenden musste. Den PP, der war besetzt mit dem Widerstand, den konnte man nicht nehmen. Da hatte man nur noch den CP. Und über den CP konnte man natürlich kein differenzielles Signal schicken, weil es dann nur eine Signalleitung war. Und dann kam die Idee damals von Daimler mit den deutschen Energielieferanten, dass man dann PLC verwendet, wie Sie es vielleicht von zu Hause auch erkennen, wenn Sie über den Strom ein Netzwerk zu Hause aufbauen. Die Idee war ja grundsätzlich toll, hat zu einigen Schwierigkeiten geführt mit Übersprechen, weil sie eigentlich eine Antenne ist, wurde dann mit Slack und so weiter, hat man das in den Griff bekommen. Andere Länder, die haben, wie zum Beispiel Shademo in Japan, GBT in China, Chao-Chi in China oder Tesla, die konnten schon von Anfang an differenzielle Signale verwenden. Der große Vorteil jetzt bei MCS ist, wir können effektiv von Anfang an auch ein differenzielles Signal verwenden. Da war ursprünglich Differential PLC im Gespräch, also effektiv wieder PLC, einfach differenziell. Nach verschiedenen Diskussionen hat man sich jetzt auf Industrial Ethernet, 10-Base T1S geeinigt, was eigentlich einfach Ethernet entspricht. Vielleicht noch als Hinweis, ob man PLC, Differential PLC oder Ethernet verwendet hat, das hat für die Signalisierung auf dem Kabel oder auf dem Netzwerkkabel spielt das nicht eine große Rolle. Die Frequenzen, die dabei verwendet werden, sind ungefähr gleich. Der große Vorteil ist natürlich mit Ethernet, dass man einen Industriestandard dazu verwenden kann und nicht das Rad neu erfinden muss.
In den USA gibt es auch Bestrebungen im SAE, dass man Campus zusätzlich zum Ethernet einführt. Kann man machen, finde ich sicher nicht eine gute Idee. Also der große Vorteil ist, man ist jetzt differenziell. Es gibt eine maximale Kabellänge, die möglich ist von 25 Meter, aber das ist natürlich plus minus, das kann auch länger sein. Das muss man jeweils, hängt natürlich viel mit der Schirmung ab. Und ein großer Vorteil ist, dass zumindest 8 Nodes direkt ans Kabel gesteckt werden. Also wenn Sie CAN bus kennen, da wissen Sie ja, dass man verschiedene Nodes, also verschiedene Endgeräte direkt an das Netzwerk anschließen kann. Im Gegensatz zu Ethernet, wie Sie es im Büro kennen, wo es immer über Switch gehen muss. Und das ist auch jetzt der große Vorteil bei MCS. Was natürlich dann Dinge ermöglicht, wie dass man ein Display direkt im Stecker einbaut und da kein separates Kabel führen muss, sondern das direkt an das Ethernet-Kabel anschließen kann. Oder zum Beispiel auch, dass man die Thermalsensoren parallel oder zusätzlich direkt über das Ethernet anschließen kann. Gibt dann verschiedene Zusatzmöglichkeiten, die damit möglich werden. Ja, vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis. Wenn Sie sich jetzt noch mehr mit ISO 50008 auseinandersetzen möchten, es gibt jetzt seit einigen Jahren ein Startup, das ein Open Source Projekt für ISO 50008 führt, kann selber angepasst werden. MCS ist in der Entwicklung, da arbeiten wir auch mit. Für alle Interessierten, schauen Sie sich mal diesen Link an. Ja, und vielleicht noch zur Verfügbarkeit, wieder, wenn wir beim Kabel sind. Na, also die Kabelstecker gibt es ja schon, auch wenn es noch keine Ladestationen groß gibt. Von Stäubli, was übrigens eine Schweizer Firma bei Basel ist, oder Gabotec, das eine Tessiner Firma ist, Amphenol Tuchel, süddeutsche Firma, oder auch bei Huber & Suhner, da habe ich jetzt gerade auf die Schnelle kein Foto gefunden. Das sind alles Firmen, die heute schon Kabel oder Kabel- und Stecksysteme für MCS zur Verfügung stellen. Auch dann einen kurzen Hinweis. Sie haben vielleicht Tesla Semi gesehen, der verwendet auch MCS, ist aber hat den letzten Revisionssprung auf 3.2 nicht mitgezogen und verwendet für die Testfahrzeuge immer noch den 2.4b, der mit Flachkontakten war. Ob Tesla jetzt wieder ein eigenes Stecksystem ausrollen möchte oder ob das jetzt einfach für die Prototypen so ist, das weiß ich selber nicht. Einfach so als Hinweis, dass es quasi momentan zwei verschiedene MCS auf dem Markt gibt. Oder natürlich auch von uns, ne? Den Cavotec, den habt ihr ja vorhin schon gesehen, das sind wir an der Electric Mine in Perth. Kriegs mit unserem eigenen Stecksystem, das führt ein Schwerlastbereich für Dumpers im Bergbau gemacht wird. Zum Rollout in Europa hat sich ein Konsortium gebildet von Daimler Truck, Traton Group und Volvo, die 1700 Ladepunkte bis 2027 ausrollen möchten. In den USA gibt es jetzt nicht so eine große Initiative, es gibt mehrere kleinere Initiative wie Terawatt oder Watt EV. Zum Beispiel jetzt bei Watt EV, die haben es angekündigt, 100 Ladestationen bis 2035 zu bauen, damit man den Ost-West-Korridor damit bedienen kann. Ich möchte auch die Gelegenheit nehmen, auf andere Pioniere in der Elektromobilität in der Schweiz hinzuweisen, wie EVTEC bei Luzern, die Ladestationen entwickeln, Novatium, die in Graubünden Landwirtschaftsfahrzeuge entwickeln, oder die Düro Elektrik bei St. Gallen, die Prototypenentwicklung machen für sehr, sehr professionelle Prototypenfertigung von Fahrzeugen machen, gemäß Kundenwunsch. Die E-Force in Ferltorf, die Elektrolastwagen bauen noch nicht mit MCS, aber hoffentlich bald. Die Sandkar in Schlieren bei Zürich. Elektrische Baumaschinen fertig und natürlich Designwerk, die Elektrolastwagen und Ladestationen in Winterthur herstellt. So, da sind wir eigentlich schon bei den Fragen angekommen. Was ich noch mal sagen möchte, die Zukunft, die wird
elektrisch sein. Der Rollout für NCS, der beginnt und der wird schnell kommen. Nicht ganz so viele, nicht ganz so schnell wie damals CCS, aber wir werden sehr bald sehr viele sehen. Und die Klinik unterstützt ja auch gerne bei den Themen, wenn sie automatisiertes Laden oder Schnellladen ein Thema bei Ihnen ist. John, herzlichen Dank, Marc-André, für deinen Vortrag, für die interessanten Einblicke. Wir haben schon einige Fragen bekommen. Ich starte gleich mit der ersten, und zwar: Wie groß ist der Energieverlust bei gekühlten Kabeln im Vergleich zu ungekühlten? Ja, das kann man eigentlich sehr, sehr einfach berechnen. Ne? Das nimmt man einfach den Kupferwiderstand über die Länge und dann hat man das. Und bei ungekühlt wird sich das um ein paar hundert Watt handeln. Also ich würde jetzt mal, das ist eigentlich die Abstrahlmenge. Ich kann mal schauen, ob ich das Excel jetzt noch dazu offen habe. Eine Sekunde. Also bei ungekühlten redet man von ein paar wenigen hundert. Das ist natürlich Größenordnung mit den paar tausend Kilowatt Wärmeverlust, die man mit kühlten Kabel hat. Natürlich exorbitant. Aber man muss ja sagen, dass man ein ungekühltes Kabel ja gar nicht betreiben kann, weil das viel zu schwer wäre. Und die Verlustleistung vom gekühlten Kabel im Verhältnis zur Verlustleistung, die man auch bei anderen Auxiliaries hat, also wie beispielsweise der Trafostation oder bei der Leistungselektronik oder bei der Batterie, die sich erhitzt, ist eigentlich im Verhältnis vernachlässigbar. Also auch wenn das große Zahlen sind, verhältnismäßig sind das sehr kleine Zahlen. Und der Grund für ungekühlte bzw. gekühlte Kabel ist einfach alt, dass es unhandelbar wird, oder? Also ja, natürlich. Also wenn man wieder die Slides zurückgeht, also wenn man wirklich auf dem Bergbau jetzt ein 18 cm Kabel führen möchte, das 23 Kilogramm pro Meter ist, also mal abgesehen, dass man das ja fast nicht in den Stecker reinkriegt und dann das ganze Kabel ist um die 100 Kilo schwer, brauche ich irgendwie vier Leute oder vier Mann, die das dann einstecken. Das ist nicht praktikabel. Es ist auch nicht für Roboter praktikabel, muss man auch darauf hinweisen, weil wenn Sie dann in die Robotik gehen, also es ist alles möglich, aber es ist auch dann wieder eine Kostenfrage, weil ein Roboter ist nie schnell, stark und präzise. Sie können immer nur zwei Dinge davon auswählen und darum werden Sie, weil Sie auch einen schnellen Roboter haben möchten, der präzise ist, werden Sie auch dort gekühlte Kabel verwenden. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Frage, und zwar: Geht es in die Ökologie? Wie können solche Mengen durch erneuerbare Energien abgedeckt werden? Ist das überhaupt möglich? Ja, möglich. Auf jeden Fall müssen wir mal mit dem Ausbau der Erneuerbaren in der Schweiz anfangen. Okay, es ist vielleicht ein böser Seitenhieb. Ich bin jetzt nicht der Experte für den Ausbau der Erneuerbaren. Ich möchte einfach darauf hinweisen, schlussendlich, die Energiemenge, die bleibt ja gleich. Ne? Also die Energiemenge, die wir heute importieren im Öl, die müssen wir jetzt irgendwie zusehen, dass wir die elektrifizieren. Die einfachste Art wäre, das Öl einfach in Kraftwerken zu verbrennen. Da wären wir schon effizienter. Da hätten wir schon weniger Wirkleistungsverlust, als das im Auto zu verbrennen. Aber das große Thema sehe ich weniger sogar in der Produktion. Das große Thema sehe ich im Ausgleich oder der Verfügbarkeit machen von der extremen Ladeleistung mit einem schwankenden Netz. Also wir haben dann einen schwankenden Verbraucher, ein schwankendes Netz. Das heißt, wir werden in der Zukunft an verschiedensten Stellen Batterien brauchen, um das zu buffern. Vielleicht auch ein Hinweis, zum Beispiel im Technikum, dort machen wir das bereits. Also dort bauen wir jetzt eine Batterie für die Gemeinde. Einfach damit wir auch den Netzlast ausgleichen können und damit auch Geld sparen als Netzbetreiber. Sehr gut, danke. Es kommen ja auch immer mehr solche größeren Batteriespeicher. Ist auch ein sehr interessantes Thema, was wir auch wieder auf dem Programm haben dieses Jahr. Bei Volllast, wie hoch sind dann die Verluste in der Zuleitung der Ladestation?
Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Es ist einfach ein Mittelspannungsnetz. Ne? Das müssen Sie Aber auch Netzbetreiber fragen, der sicher einer oder andere jetzt dabei ist. da wird wahrscheinlich bei solchen Leistungen, du hast ja erwähnt, gepuffert, oder? Sonst wird das wahrscheinlich gar nicht mehr möglich sein ohne Ja. DC-DC-Bus. Dann die nächste Frage: Wie sieht es beim elektrischen und magnetischen Feld aus bei solchen Werten? Sind hier die Auswirkungen auf Herzschrittmacher ein Thema? Ja, also das Magnetfeld ist meistens weniger das Problem als vielmehr die Oberfrequenz, die man jetzt beim DC-DC-Wandler hat. Und das ist je nach Hersteller der Ladestation unterschiedlich. Also sind die schnell ändernden Frequenzen. Ja, es ist vielleicht wie beim Elektroauto, ne? Da sind die Kabel. Das sind ja die Kabel geschirmt für die Leistungskabel. Ne? Die orange Kabel sind ja alle geschirmt, aber die werden nicht geschirmt, um den Menschen zu schützen, sondern die werden geschirmt, um die Elektronik des Fahrzeugs zu schützen. Deswegen haben Schnellladekabel keinen Schirm, weil das Fahrzeug bewegt sich ja nicht. Also das Risiko, die Elektronik zu stören, ist eigentlich überschaubar. Somit denke ich da auch, ich bin jetzt kein Experte, dass da kein Risiko oder kein erhöhtes Risiko für Menschen mit Herzschrittmachern ist. Aber ich bin kein Experte, ich bin kein Mediziner. Wir kommen zurück zum Thema Kühlung. Sind dafür nicht höhere Investitions- und laufende Kosten, die auf den Betreiber zukommen? Ja, also das Einfachste, was heute oft gemacht wird bei Ladestationen, also zum Beispiel die von Alpitronic, ist, dass man ungekühlte Kabel mit einem etwas erhöhten Querschnitt nimmt und einfach davon ausgeht, dass die nicht dauerhaft in Betrieb sind und dass von Ladung zu Ladung eine Möglichkeit besteht, dass sich die Kabel abkühlen können. Ne? Die Möglichkeit, die besteht, ist natürlich bei MCS nur noch schwerlich oder fast nicht mehr. Ein Kühlaggregat hat einen unterschiedlichen Wartungszyklus. Also bei destilliertem Wasser geht man von halbjährlich aus. Bei anderen, natürlich jetzt aus Eigenwerbung jetzt, ne, mit synthetischen Ölen sieht der Wartungszyklus wesentlich länger aus. Aber es ist sicher so, sie haben darin bewegliche Teile, sie haben Pumpen, sie haben thermische Elemente, die sich ausdehnen und wieder zusammenziehen. Und dadurch erhöht sich natürlich, das muss gewartet werden. Das erhöht sich natürlich der Wartungszyklus im Verhältnis zu ungekühlten Systemen. Trotzdem würde ich sagen, dass es nicht ein großes Problem ist. Ich denke, auch mit dem Kupferpreis ist wahrscheinlich gekühlte Kabel etwa gleich oder sogar günstiger als ungekühlte für dieselbe Leistung. Oder wie sieht das aus? Kupferpreisen habe ich jetzt gar nicht angeschaut, aber war natürlich immer ein Thema. Es wird auch immer gefragt, wieso verwenden wir nicht Aluminium? Möchte ich natürlich auch keinen Vortrag halten, aber nur so ein Hinweis, lässt sich sehr schlecht krimpen und hält dann nicht. Aber zu den Preisen im Verhältnis zum Kupfer, ich kenne die Kupferrelationspreise nicht. Ich würde jetzt einfach mal so sagen, so grob gesagt, so eine Infrastruktur mit dem gekühlten Kabel, das wird ausgerollt für circa 15 Jahre. Und dann muss man zwischen 3 und 5 Revisionszyklen in dem Zeitraum damit rechnen. Also da wird man wahrscheinlich jetzt zumindest am Anfang mit den ersten Generationen gar nicht drumherum kommen. Dann ist bidirektionales Laden im Bereich vom MCS auch ein Thema. Wo steht ihr da und kommt das im Volumen vor den E-Autos? Nee, also wird sicher nicht vor den E-Autos kommen, weil der Bedarf, also wenn man zum Beispiel in den Bergbau reingeht, na, die Fahrzeuge, die fahren 24 Stunden am Tag, also sie stehen da nicht rum wie normale PKWs, die den ganzen Tag rumstehen und die meiste Zeit nichts machen, außer morgen ins Büro zu fahren und zurück. Das sind natürlich LKWs und Schwerlastfahrzeuge im Bergbau mehrschichtig im Betrieb.
Technisch ist bidirektionales Laden mit MCS genauso möglich wie mit CCS. Also die Protokolle sind standardisiert. Machbar ist es, muss ich dann irgendwo die Anwendung zeigen, damit es jemand implementiert. Vielleicht zurück auf Exkurs. Also das ist meine Frage, die beantwortet ist. Es besteht natürlich durchaus die Möglichkeit, wenn die Ladeleistungen für PEWs sich noch erhöhen wird, was unweigerlich meiner Meinung nach wird, in Zukunft MCS für Privatfahrzeuge auch verwenden wird. Aber dann, das ist sicher kein Nachteil und bietet in der Zukunft dann auch die Möglichkeit, noch wesentlich schneller zu laden und weiterfahren zu können. Eine andere Frage, wir hatten hier auch schon Vorträge über Batterien und dort ist ja das Balancing immer ein Thema. Wenn man jetzt so einen Fahrzeugpark anschaut und dann könnte in Bezug auf das bidirektionale Laden relevant sein, also Balancing im Fuhrpark drin selbst. Ja, Balancing war ein großes Thema vor 14 Jahren. Muss jetzt sagen, die Batteriequalität hat sich ja verbessert. Der Innenwiderstand der einzelnen Zellen zueinander ist ja aber wesentlich kleiner. Das führt ja so weit, dass zum Beispiel bei Tesla 60 Zellen parallel geschaltet werden und die einzelnen gar nicht mehr groß balanced werden. Das würde jetzt mal so darstellen, dass ein Balancing gar nicht so ein großes Problem ist. Bei Bergbaufahrzeugen, also nochmal, die stehen nicht groß rum und werden gewartet gemacht. Also die sind eine Woche oder zwei komplett 24 Stunden im Betrieb und dann gehen sie in die Wartung. Wann dann irgendwann gebalanced wird, weiß gar nicht. Okay. War nie ein Thema. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Sie gehen davon aus, dass in Städten wie München PEWs in Zukunft mit HPC geladen werden. Wieso nicht schonend über Nacht mit AC? Ja, schon, also ich wollte etwas darauf hinweisen, dass wir die Elektrofahrzeugfahrer etwas den Luxus haben im Moment, Eigenheimbesitzer zu sein, weil es war also die Möglichkeit, umweltschonend unterwegs zu sein, war auch sehr begrenzt mit der Gehaltsklasse. Das war einfach nicht für alle Menschen möglich. Darum hat es sich ja dort, gibt es auch die Möglichkeit, an der Steckdose zu laden. In den München hat man einfach nicht die Möglichkeit. Also, wenn man jetzt wirklich alle schonend laden möchte, dann würde es ja bedeuten, dass man durch ganz München in die blaue Zonen Ladestationen aufbauen müsste, die zentral managen und die alles über die Regierung, weil es ja auf öffentlicher Grund. Das sehe ich ja mal als sehr, sehr schwierig. Dann denke ich, dass es wesentlich einfacher ist, und das ist jetzt einfach eine Hypothese von mir, wenn man das mit zentralen Schnellladestationen baut und die Fahrzeuge dann in 10 Minuten, Viertelstunde wieder auflädt, als durch ganz München Kabel zu ziehen. Ich denke, das hat auch etwas damit zu tun, dass aktuell die Gegebenheiten, insbesondere das Laden, was aktuell in den Fahrzeugen ja vorhanden ist, noch nicht ganz dort ist, wo es vielleicht in 5 oder 10 Jahren sein wird oder mit der Ladegeschwindigkeit. Du hast da einen Ausblick gegeben, so ein bisschen wohin das es gehen könnte und wie schnell. Ja. Was denkst du, wie Ja. lange geht das, dass wir so quasi laden im Sinne von einer Tankfüllung, wie wir es heute kennen haben, also von Verbrennern? Eigentlich fairerweise müssen wir sagen, da sind wir schon dort. Also nur so statistisch betrachtet, wenn man auf der Autobahnraststätte anhält mit einem Benzinfahrzeug, man tankt zwar schnell, so in circa 2 Minuten, 2,5 Minuten. Aber die Gesamtpause, wo das Fahrzeug steht an der Raststätte, ist im Schnitt 18 Minuten. Also ich fahre an der Raststätte rein, ich fahre an der Raststätte raus, ist im Schnitt 18 Minuten. Und heute Schnellladung auf einer Raststätte mit 3C ist ja auch 20 Minuten. Also sind wir heute schon dort. Was wir umgedreht haben, ist, wir tanken mit dem Benziner
Wir gehen in den Laden oder aufs Klo, kaufen noch was, bezahlen die Rechnung, gehen raus. Das ist so quasi die Abfolge. Das ist dann in 18 Minuten. Bei Elektrofahrzeugen ist das jetzt halt umgekehrt. Oder man geht hin, mit Plug and Charge wird die Abrechnung direkt gemacht oder muss mit Kreditkarte oder die sich authentifizieren. Dann dauert das so 4 Stunden, 20 Minuten. Währenddessen man ein Sandwich kaufen kann, was trinken holen kann und wieder zum Fahrzeug zurückgeht. Also die Dauer, die haben wir heute schon erreicht. Und wenn man das jetzt aber etwas in die Zukunft schaut, dann würde ich mal sagen, bin ich ziemlich sicher, dass wir da eine lineare Entwicklung haben. Also heute 3C-Laden, dann 4C-Laden, dann 6C-Laden, also 6C-Laden, dass man dann in 10 Minuten in wenigen Jahren sein werden. Das wird sich, irgendwann werden wir uns fragen, wie konnten wir nur so Stinker mit Chemikalien, die krebserregend sind, rumhantieren? Dann wird es völlig absurd sein in der Zukunft. Was bedeutet differenzielle Kommunikation? Ach, Entschuldigung, da war ich als Elektroingenieur ins Thema reingesprungen. Also, differenziert bedeutet, man hat ein Leiter mit zwei Litzen oder mit zwei Kabeln, jetzt einfach, die verdreht sind. Damit hat man eine definierte Kapazität und dazwischen. Und damit kann man das Signal, das da auf das Kabel ausmoduliert ist, differenziell ausgleichen, damit das nicht abstrahlt und damit auch geschützt ist von externen Einflüssen. Wenn Sie nur einen Einzelleiter haben, dann fehlt Ihnen das Differential und das Kabel oder die Litze, die verhält sich dann wie eine Antenne und kann natürlich nicht nur senden, sondern auch empfangen wie eine Antenne. Und damit hat man dann sehr Probleme mit Übersprechen oder externen Einflüssen. Darum ist ein Kabel, das differenziell, also doppelt geführt ist, für Kommunikation immer vorzuziehen. Gut, was sind die Investitionskosten pro Ladepunkt? Wie viele Ladestationen wurden effektiv schon in Betrieb genommen? Also zuerst, ich kenne nur die Ladestationen, denen wir prototypenmäßig beteiligt waren. Die sind ja noch nicht in Betrieb, meines Wissens, für die Öffentlichkeit. Die Investitionen, die sind groß. Also reden wir sehr schnell von siebenstelligen Beträgen. Kommt natürlich immer darauf an, was muss hingeschafft werden, damit man das bauen kann. Also die Leistungselektronik oder das gekühlte Kabel, das sind nicht die teuren Posten. Das ist eigentlich verhältnismäßig kosteneffizient. Teuer wird es mit der Infrastruktur, vor allem wenn man die Mittelspannungsleitung erweitern muss, effektiv Kabel ziehen muss, plus natürlich die Trafostationen. Und darum vielleicht auch noch ein Hinweis zu den Trafostationen. Die größten Kosten sind der Bau oder proportional sind sehr große Kosten. Und darum gibt es auch mehrere Hersteller, die effektiv ab Mittelspannung laden möchten in Zukunft, weil der Aufbau eines Ladeparks sich damit wesentlich kosteneffizienter gestalten lässt, weil man dann weniger Veränderungen am Beton aufreißen etc. machen muss. Wenn du jetzt von den siebenstelligen Beträgen sprichst, dann sprichst du aber von MCS, Ladepunkten, Ladestationen für Bergbau, nicht für Schwerlastverkehr im Sinne von den, ich sage jetzt mal, in deinem Verhältnis geringen Ladeleistungen. Ja, das ist klar, wenn man jetzt einen 1,5 Megawatt Ladepunkt direkt ab Mittelspannung aufstellt oder quasi einen bestehenden Ladepark von Ionity erweitert, dann werden die Kosten irgendwo tief sechsstellig sein. Das ist klar, ja. Du kennst sicher auch das Projekt, das HoLa in Deutschland, die Traverse. Kannst du da vielleicht etwas sagen, wie viele Ladepunkte da schon in Betrieb sind? Oder? Keine Ahnung. Aber da ist sicher schon einiges in Betrieb und funktioniert ja auch, glaube ich, auch von jetzt MCS auf den öffentlichen Straßen. So. Ich weiß, dass es ein Wohnerprojekt gibt, aber ich habe mich da nie damit beschäftigt. Okay. Dann, wie hoch, also du hast ja von 60C gesprochen.
Jetzt kam die Frage, dass hohe C-Raten ja schlecht für einen Akku sind. Wenn ja die Raten noch höher steigen, wird die Belastung noch größer. Wie siehst du das? Ja, also belastend, das kommt ja immer auf den Aufbau der Batterie an und dass eine Batterie überhaupt 60C ladefähig ist. Das heißt, dann ist sie natürlich massiv optimiert. Und was an der Batterie dann speziell ist, ist, dass müssen wir jetzt die Jungs von Battery, also ein Startup dabei haben. Sie machen einen Aufbau der Zelle direkt im 3D-Drucker und können damit das Einlagern der Ionen so gestalten, ja. Ich bin jetzt wirklich kein Spezialist, aber wenn man die Zellchemie, also die Zellstruktur anpasst, dann kann man Ionen wesentlich schneller einlagern, ohne dass Schäden entstehen und ohne dass sich Dendriten bilden und die Membran beschädigen. Und 60C mag natürlich aus heutiger Sicht das völlig wahnsinnig sich anhören, aber natürlich, die Batterietechnologie ist ja nicht stillgestanden, ne? Die geht ja weiter und das hat nicht nur damit zu tun, dass man die Zelle gut kühlt, sondern dass man sie effektiv die Zellstruktur optimiert. Und heute ist es absurd und meine Aussage war, in Zukunft, in nicht allzu ferner Zukunft, wird das wahrscheinlich völlig normal sein. Dann kommen wir zur nächsten Frage, wie wird MCS hauptsächlich eingesetzt? Also ist es hauptsächlich unterwegs als Schnellladestation oder auch als Destination Charging in Logistikzentren und so weiter? Beides. Also natürlich, in der Schweiz wird es vor allem in Logistikzentren sein, weil wir einfach weniger Langstreckenverkehr haben mit LKWs. Aber die Schweiz ist ja auch immer etwas anders als der Rest. In den USA und generell in Europa wird es Depotladen in den Logistikzentren gehen und dann je nach Reichweite auf den Autobahnen. Also es wird nicht entweder oder sein. Womit es sich vielleicht unterscheiden wird, ist die Ladeleistung an den Endpunkten, wie groß die sein wird und wie man die aufbauen wird. Weil im Logistikzentrum muss der LKW nicht in 20 Minuten wieder los. Da kann aber normalerweise etwas länger bleiben. Dann gibt es Pilotprojekte in der Schweiz für MCS-Ladepunkte oder gibt es schon Ladepunkte, die in Betrieb sind? Ich weiß es nicht. Meine Kunden sind in Australien und Nordamerika und Kanada. Ich weiß wirklich nicht, was in der Schweiz läuft. Widerspricht das HPC-Laden für PW nicht dem netzdienlichen Laden? Ja, was heißt netzdienliches Laden? Also netzdienliches Laden heißt der Netzlastausgleich. Und das macht ja meistens Sinn dann quasi, wenn das Fahrzeug rumsteht. Also wir können natürlich, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, will man möglichst schnell laden. Und diese mögliche Schnellladung, also die Peak im Netz, idealerweise diesen Peak gleichen dann alle anderen Fahrzeuge, die rumstehen, irgendwo in der Schweiz dann wieder aus. Oder man muss ja sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren und nicht den Mensch den Bedürfnissen der Technik. Sehr gut. Sind die Kosten beim Laden mit hohen Ladeleistungen für den Privatverbraucher nicht sehr hoch? Also wenn ich jetzt die Kosten ansehe, die ich da bei GoFast oder bei Move oder bei zahle, muss ich sagen, das ist eigentlich sehr vernünftig im Verhältnis zum Benzin. Da habe ich mich noch nie schlecht gefühlt. Also ich weiß nicht, was Ihre Erfahrung ist. Es ist natürlich so, die Infrastruktur, die wir hier ausbauen müssen, das wird ein Kraftakt sein, das wird teuer sein. Das wird sehr teuer sein. Das wird nicht teuer sein wegen den gekühlten Kabeln, sondern wegen der Infrastruktur, die wir zu den gekühlten Kabeln hin aufbauen müssen. Die Alternative, nichts zu tun, wird aber viel, viel, viel teurer sein. Nur müssen wir das nicht mehr zahlen, sondern das zahlen dann unsere Kinder und Kinderkinder. Und ob wir die Verantwortung nehmen wollen, ich glaube, die Diskussion müssen wir nicht führen. Dann hast du vom Rollout vom MCS gesprochen. Kannst du etwas zum Stand in der Schweiz sagen, wann der Rollout in der Schweiz erfolgen wird?
Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Ich kann Ihnen was vom Rollout beim Bergbau sagen, soweit das offiziell ist, aber wo MCS jetzt in der Schweiz steht, das weiß ich gar nicht. Vielleicht einfach noch ein Hinweis. Ich habe ganz am Anfang unser Kabel gezeigt, wie Sie wahrscheinlich gemerkt haben. Das normale MCS-Kabel, das hat hier nicht so eine spezielle einen Hebel. Das ist speziell, das haben wir das gemacht für den Bergbau, weil im Kabel ist eine zusätzliche Dichtung drin und wir brauchen einen Hebel zum Abdichten. Auch laden wir bei unseren Kunden bereits mit 6 Megawatt. Das ist natürlich etwas völlig anderes als Steuerbelegung oder Amphenol momentan machen, die vor allem Systeme es anbieten für 1 bis 1,5 Megawatt Ladeleistung. Somit sind wir sind da sehr in einem speziellen Markt unterwegs. Technologisch sicher führend, aber nicht Massenmarkt. Dann ist der Umstieg von PLC auf Ten-Based T1S Ethernet auch im PW-Bereich absehbar. Nee, weil wir haben nur den PP in CCS. Ist halt ein Geburtsfehler, der damals gemacht wurde, 2015, 14, auf Drängen von Daimler, wenn ich mich da richtig erinnere. Das wird sich jetzt nicht mehr ändern. Also die Probleme sind aber auch gelöst, ne? Also das funktioniert da, sonst würde das. Aber für jede Anpassung und neue Strecke bitte nicht nochmal diesen Fehler machen, das kostet viel zu viele Nerven. Und es wäre ja auch denkbar, dass der MCS in den PW kommt. Dann Vielleicht einfach dann ein was? Hinweis, bevor Can, nur weil ein Kabel extrem schnell laden kann, heißt das nicht, dass es extrem schnell laden muss. Ich kann es natürlich auch das Kabel und Stecker etwas leichter machen und für tiefere Ladeleistungen auslegen und dann ist es auch sehr gut handhabbar. Sorry, deine Frage ging ja noch weiter. Ja, wie, also die Systeme, die ihr aktuell im Betrieb habt beim Bergbau, habt ihr da ein Puffersystem drin oder kommt das alles direkt vom Netz? Das kommt dann alles direkt vom Netz, das wird entsprechend so angepasst. Kurz- bis mittelfristig wird das aber gebuffert werden, weil auch im Bergbau kann ich normalerweise 3 Megawatt aus dem Netz ziehen, so wie ich zu Hause Steckdose 3 Kilowatt ziehen kann, aber 6 Megawatt, das tut dann auch im Bergbau weh. Dann haben wir noch eine letzte Frage, und zwar, welche Learnings gibt es aus dem Bereich MCS für die Welt der Elektroautos? Nächstes Mal, wenn wir einen neuen Standard machen, bitte Spezialisten fragen. Wir sind effektiv bei MCS limitiert im Strom. Also mit der Größe des Steckers hätte man das auch so konstruieren können, dass 6000 Ampere, also eigentlich die doppelte Amperezahl, locker drüber gegangen wäre, hätte man die Kontakte gemäß Standard richtig definiert. Das ist etwas ärgerlich. Na, jetzt sind wir im Rollout. Hätte man besser machen können, hätte man von Anfang an Experten eingebunden. Ja, ist jetzt halt so, wie es ist. Kann ich nicht ändern. Kann ich mich nur ärgern. Herzlichen Dank, Marc-André, für die Beantwortung aller Fragen und deine Ausführungen. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, dass Sie heute dabei waren. Das nächste Online-Forum findet am 14. August statt zum Thema Laden. Punkt. Hier auch noch einmal herzlichen Dank an Energie Schweiz für die Unterstützung und natürlich an Grivix. Und ich freue mich, Sie im August wiederzusehen und wünsche einen erfolgreichen Nachmittag. Dann mit Lüge.